Gute und herzlich willkommen. Wir haben jetzt Mitte, Ende August. Heute Nacht hat es endlich mal ordentlich gerät. Ganze Kram ist nass. Die Pflanzen freuen sich. Ich freue mich auch. Was habe ich heute mit euch vor? Ich will einiges ernten. Machen wir dabei so einen kleinen Rundgang. Ich habe schon einiges noch ausgesät und ich will auch noch einiges aussehen. Geht es eigentlich noch im August? Wird es noch was? Schauen wir mal. Los geht's. Viel Spaß. Ja, hier sind meine Physalis purinosa. Das sind so meine Ertragsweltmeister, beste Kultur. Das werde ich nächstes Jahr viel größer noch aufziehen, dass ich einmal richtig Marmelade und Gelee draus machen kann. Aber es ist Wahnsinn, was denn an den kleinen Dinger dranhängt. Habe ich jeden zweiten, dritten Tag so eine kleine Schüssel voll. Wahnsinn. Wenn jetzt hier so die größere Sorte Physalis dagegen sieht, die hängt zwar auch voll wie die Sau, aber reif ist doch noch nichts großartig. Hier an meinen Chilis und an meinen Jalapenos, da hängt einiges dran. Da werde ich gleich ein bisschen was ernten zum Verarbeiten zu Hause. Da brauche ich aber natürlich erstmal ein Körbchen. So, was haben wir dann da alles? Das hier ist jetzt eine Jalapeno Early. Die esse ich eigentlich immer so auf Brote zu oder so. Oder für eine Soße nehme ich die ganz gerne. Guter Ertrag bringt da hier die Anaheim. Ich weiß gar nicht, ist die schon reif? Ich denke schon. Nehme ich mal eine mit zum Probieren. Die habe ich noch gar nicht probiert. Das hier ist eine Penis-Chili, beziehungsweise soll eine sein. Habe ich aus eigenen Samen gezogen, aber man sieht, da hat sich irgendwas eingekreuzt. Also das sieht überhaupt gar nicht mehr so aus wie die Mutterpflanze. Da habe ich auch noch so einen Kandidat im Gewächshaus. Da gehen wir jetzt gleich mal rein, den zeige ich euch auch. Ja, wie ihr sehen könnt, hat sich im Gewächshaus einiges verändert. Die große Gurke, die hier drüben war, die ist ausgezogen. Die hat nämlich sehr bescheiden geschmeckt. Also die war saubitter. Gurke Russo war das, also mein Fall war es nicht. Deswegen ist die schon ausgezogen. Dafür ein paar Chilis und Paprikas und noch anderes Zeug eingezogen. Am besten, ihr guckt es euch selbst an. Auf, kommt Roy. Hier und hier seht ihr zwei meiner Pepinos-Pflanzen. Also das sind auch die einzigen beiden, die getragen haben. Die im Freiland, die ich nicht geschnitten habe, an denen ist überhaupt gar nichts passiert, die haben nicht mal geblüht. Die hier habe ich auf einen Stiel reduziert, die hat geblüht und trägt ganz gut. Und am besten trägt diese, die ich auf drei Stiele gezogen habe, die trägt am besten. Also hier, die bekommen jetzt schon langsam die Streifen. Das ist natürlich sau schwer, also die Pflanze, die kann das von alleine überhaupt gar nicht mehr halten. Deswegen habe ich da so diese Gewächshaushaken, die sind eigentlich klasse, die kann man gerade so da reinstecken, drehe Schnur dran, fertig. Einziger Nachteil von den Dinger, man muss halt immer gucken, dass das Eimerchen oder die Pflanze direkt unter so einer Querstrebe steht. Aber ich finde die eigentlich ganz cool, die Dinger. Ja, hier zum Beispiel, das ist auch eine Penis-Chili aus eigenem Saatgut. Also die haben letztes Jahr komplett anders ausgesehen. Hier sind ganz viele Feigensämlinge, anderes Projekt kommt irgendwann später. Noch so ein paar Feigen-Stecklinge, da ist mal noch ein Efeu zwischendrin, Maulbeerbäumchen, gibt es aber auch noch was Größeres zu den Maulbeeren. Hier ist noch eine von den Wassermelonen, die lasse ich noch ein bisschen dran hängen. Hier, die habe ich komplett zurückgeschnitten gehabt, aber scheinbar hat es der nochmal richtig einen Schub gegeben. Die habe ich jetzt zufällig gerade die Woche gesehen, da unten liegt nochmal eine drin, also geile Sache. Habe ich auch noch im Freiland, seht ihr später im Wiesengarten. Guckt euch das an, die kleine Brunswick, he? Im Metz war es noch ein Steckling. Und jetzt hat sie schon drei Feige dranhängen. Wahnsinn. Brunswick, die geht ab. Ja, hier unten ist schon die erste Carolina Reaper am Abreifen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde die probieren, aber ich scheiß mir schon so ein bisschen in die Hose. Ja, hier sind die Bishop's Crown Chilis. Die sehen eigentlich auch cool aus. Ich denke mal, dass die auch rot werden, wenn sie reif sind. Da ist schon ein bisschen hänge. Die Pflanze hat immer zwischendrin ein bisschen geschwächelt, aber hat sich eigentlich ganz gut erholt. Also meine Paprika hier, die Pushta Gold, die gehen dieses Jahr echt gut ab. Beziehungsweise ich habe die dieses Jahr das erste Mal. Sind auch wieder zwei reif. Zack, nehmen wir noch gleich mal mit. Schaut doch gut aus, der Kerl. Ja, ist doch schon einiges drin in meinem bunten Körbchen. Gehen wir mal zu den Tomaten. Ah, Wahnsinn, was mir dieses Jahr schon alles an Tomate geändert habe. Können wir gar nicht alles essen eigentlich. Wer den Livestream beim Rigotti am YouTuber-Treffen geguckt hat, ich verlinke euch den unten nochmal. Wer ihn nicht gesehen hat, kann man jetzt immer noch gucken. Der wird wissen, dass ich ja eigentlich gar nicht so der Tomatenesser bin. Das meiste, was man ende, was meine Frau und die Kleinheit isst, das kochen wir zur Soße nach dem Florian Rigotti seinem Rezept ein. Da haben wir im Winter auch noch was davor und es schmeckt saugut. Wahnsinn! Und es ist kein Ende in Sicht. Also die Pflanze, die sehen noch gut und gesund aus. Super Sache. Guckt euch das mal an, was Tomate. Das hier, das ist so eine Buschtomate, die habe ich zugeschickt bekommen. Also die wird es im nächsten Jahr bei uns auf jeden Fall nicht mehr gehen. Da hängt jetzt zwar ein bisschen was dran, aber die Pflanze zu Hause, zeige ich euch nachher später auf der Terrasse, die schwächelt brutal. Auch die hier, naja, Ertrag ist auch nicht so der Bringer. Die wird es nächstes Jahr nicht mehr geben. Das hier ist die Goldina.
Das ist eine gelbe Tomate, also die schmeckt echt sagenhaft. Das hier ist die mexikanische Honigtomate, die wird es auf jeden Fall nächstes Jahr wieder geben. Das ist so eine Tomate für mich, die ist nicht so groß. Also mittlerweile esse ich eigentlich ganz gern Tomaten, aber ich kann mir immer nicht vorstellen, in so eine Tomate, die so groß ist wie ein Apfelnei zu beißen. Das irgendwie schüttelt es mich. Oder die? Ja. Hier die Zuckertraube, die wird es auf jeden Fall auch im nächsten Jahr wieder geben. Die hat nämlich einen Wahnsinnsertrag und ist super im Geschmack. Das werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder machen, direkt bei der Tomate drin. Das Basilikum ist erstens ein guter Wasserzeiger. Das Basilikum lässt als erstes den Kopf hängen, wenn zu wenig Wasser im Eimer ist. Und ich habe gleich das Basilikum für die Tomatensauce. Guckt mal, wie geil. Ah, hier die RDB Rond de Bordeaux Feige. Die war im Januar oder im Dezember, ich weiß nicht genau, muss ich gucken, ich blend's ein. Noch ein Steckling und jetzt hatte ich schon Feigen dranhängen. Feigen sind echt geil. Pflanzt Feigen an. Guckt euch das an. Alle paar Tage haben wir so Körbel voll mit frischem Gemüse. Gibt's was Geileres? Das ist für mich das einzige Bio. Aber ich habe noch viel mehr zu Ende auf. Jetzt fahren wir auf die Streuobstwiese in der Wiesegarde. Mittlerweile bin ich jetzt hier auf der Streuobstwiese im Wiesengarten. Ist abends kalt geworden, 16 Grad, fühlt sich mittlerweile verdammt kalt an. Naja, ab morgen wird dann wieder gejammert, ist so kalt. Die ganze Zeit war es zu warm, jetzt ist es wieder zu kalt. Unterwegs hat mich nochmal Godi rausgewunken, hat gesagt, mein Ableger von den Himbeeren sind fertig. Hat sie mir jetzt da wurzelnackt mitgegeben, da werde ich jetzt noch ein paar einpflanzen. Aber als allererstes gucke ich, was es hier zu ernten gibt. Brauche ich erst wieder mein Körbchen. Gebt euch das mal, wie geil. Hätte mir das vor einem Jahr einer gesagt, Kabel, nächstes Jahr bist du ein Gärtner und hast Wassermelonen auf deinem Acker. Da hätte ich gesagt, ich glaube, dass du es nicht erhoscht, aber guckt euch das mal an, wie geil die sind. Aber auch die bleiben nur ein bisschen hängen. Hier, guckt euch das an. Ihr könnt euch bestimmt noch daran erinnern, wie ich das hier angelegt habe, wie die Paprika oder Chilis ausgesehen haben. Guck mal, wie die jetzt aussehen. Hätte ich niemals gedacht, dass da Haus irgendwas an den Dinger dran wächst. Sagenhaft. Ich glaube, das ist eine Anaheim. Die müsste noch irgendwann rot werden, bleibt noch hängen. Ja, hier an meinem Milpa, ich habe eigentlich nicht gedacht, dass das so sagenhaft sich noch entwickelt wegen der Dürre. Hab's zwar immer gegossen, aber guckt euch das mal an. Die Bohnen sind zwar nicht viel, aber für Portion Speckbohne langt's, die nehme ich doch direkt mit. Ja, wann ist so ein Mais eigentlich reif? Ich habe mal irgendwas gelesen, wenn du die Haare so derr sind. Naja, das ist ja schon derr wie Juchze. Machen wir mal eine ab und gucken mal rein. Ja. Also da oben, der Pony ist dürr. Machen wir ihn mal auf, der Kumpel. Ja. Also, ich wurde schon oft darauf hingewiesen, den Mais soll man irgendwie im Block pflanzen wegen der Befruchtung. Also das war wohl ein Schuss in den Ofen. Da ist nur ein Körnchen dran. Ich glaube, das muss ich nächstes Jahr bisschen anders da mache, habe ich auch schon ein paar Ideen. Stichwort Bohnenzelt mit Mais und Kram. Schauen wir mal. Also der Mais mit seinem einen Korn war auf jeden Fall ein Schuss in den Ofen. Naja, ich lerne ja noch. Aber zu so einem Milpa gehört ja auch noch an dritter Stelle die Kürbisse dazu. Da sind jetzt auch schon einige gewachsen. Da nehme ich mal einer mit zum Probieren. Keine Ahnung, wie die schmecken. Wie heißen? Ich glaube, Sweet Dumpling oder so irgendwie. Ich blende es euch ohne ein, ich weiß nicht mehr genau. Gucken wir mal, wo ist denn da so ein Kerl? Autsch, ganz schön stachelig der Bosch. Guck mal da. Da ist er. Also, laut Bingenheimer, wo ich ihn bestellt habe, kann man den roh essen und auch mit Schale. Ich werde mal daheim auseinanderschneiden und gucken, wie das Ding aussieht. Bei den Physalis wird es auch langsam was hier. Die sind schon weiter mit dem Topf. Ja, das sind große Dinger. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie im Leben eine Physalis gegessen, außer die kleine Purinosa, die finde ich schon geil. So eine große. Boah, lecker.
Ihr werdet vielleicht lachen, aber seit ich mit der Gärtnerei angefangen habe, was ich alles schon gegessen habe. Früher hat es eigentlich gelangt, wenn die Sau das Gemüse gegessen hat. Und jetzt? Jetzt pflanze ich noch hurtig die Himbeeren von meiner Godi Gabi ein. Danke Gabi. Und dann geht's mit meiner kleinen Ente nach Hause. Mittlerweile bin ich jetzt hier bei uns auf der Terrasse. Auch hier, wie ihr seht, gibt's einiges an Tomaten zu ernten. Brauche ich erstmal wieder mein Körbchen. Los geht's. Das hier ist die Zuckertraube, die wird es auf jeden Fall auch im nächsten Jahr wieder geben. Hier sammle ich dann auf der Fensterbank das Saatgut für die nächste Saison. Das wird dann hier getrocknet. Hier von unseren eigenen Tomaten, von unseren Physalis purinosa. Hier ein paar Bodensamen vom Max vom Gartenkanal. Vom Florian, Rigotti, die Jenny-Prinz-Tomate. Hier auf dem Garten-YouTuber-Treffen beim Florian habe ich natürlich auch einiges gegeiert, was der so in seinem Gewächshaus stehen hatte. Und hier noch ein paar andere Tomaten, Tomatillo-Samen, was man alles so findet. Und was meint ihr? Schaut doch gut aus. Hier habe ich jetzt nochmal Kopfsalat zum Auspflanzen im Garten ausgesät. Den habe ich zum Keimen in den Keller gestellt, weil ab 18 Grad keimt der Kopfsalat nicht mehr so gut. Hier, das sind alles Maulbeerbäumchen von meinem Maulbeerprojekt, aber da gibt es irgendwann später mehr zu. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch schon ganz viele Samen gesammelt für mein Blühstreifenprojekt unter dem Hashtag Lebensraum. Ich bin ja der Meinung, dass Lebensraum viel wichtiger ist als Insektenhotels. Ich will ja nächstes Jahr über mehrere hundert Quadratmeter auf meiner Streuobstwiese so ein großes Blumenfeld anlegen. Und wann immer ich irgendwo vorbeilaufe und sehe, dass irgendwas am Aussamen ist, nehme ich mal so eine Handvoll Samen mit und legt die zum Trocknen bei mir hier in die Gartenhütte. Ich habe auch schon von euch ganz viel Samenmaterial zugeschickt bekommen. Hier von der Annette so eine riesen Tüte mit Wildblumensamen. Vielen Dank, Annette. Und auch hier noch Studentenblumen, Tagetesamen von der Annette. Der Tim hat mir Samen des Fingerhut geschickt. Vielen Dank. Wenn ihr auch Lust habt, bei dem Projekt mitzumachen und mich dabei zu unterstützen, ich blende euch unten die E-Mail-Adresse ein. Nehmt Kontakt zu mir auf, ich schicke euch meine Adresse, dann könnt ihr mir eure Samen auch zuschicken. Die werde ich natürlich dann auch nächstes Jahr bei mir in meinen riesengroßen Blühstreifen mit in die Saatmischung geben. Aber ganz wichtig ist einheimisches und am liebsten Wildblumen. Also denkt dran, Hashtag Lebensraum, wenn ihr Bock habt, macht doch mit. Ich laufe jetzt noch eine kleine Runde durch den Garten und gucke, ob es da auch was zu ernten gibt. Aber natürlich brauche ich auch hier erst mein Körbchen. Hier mein Mangold, das ist so, ich sag mal, das Deppengemüse schlechthin, für jeden Anfänger geeignet. Also ich hatte das vorher noch nie probiert selbst und wie oft haben wir jetzt schon Mangold geerntet und wie Spinat verarbeitet. Also das ist ein geiles Zeug, da ernte ich jetzt nichts, weil hatten wir erst vorgestern. Ja, hier unsere Gurken, die haben es hinter sich. Ich weiß nicht, ob es irgendein Mangel war oder ob das Mehltau ist. Ich glaube, Mehltau ist es nicht, aber irgendein Mangel. 3, 4 hängen noch dran, die mache ich jetzt ab, die werden wir noch probieren. Wenn sie noch schmecken, gibt es die natürlich noch. Wenn nicht, ist es wieder Biomasse für einen Kompost. Jetzt pflücken wir mal den Mais vielleicht ab, ob er gut ist. Also der Popcorn-Mais hier, die Haare hier, die sind auch fortzdrucker. Also das sollte reif sein. Wir machen mal eine ab. Hoffentlich sieht der nicht so aus wie der hinten draus. Ah ja, guck mal, da ist was drauf. Ja? Gut. Einige Körner sind dran. Immer. Ja? Aber warum sind die schwarz? Naja, das ist halt so bei der Sorte, die sind schwarz. Es gibt verschiedene Sorten von Maiskörnern. Also wenn ihr hier guckt, hier sind doch ein paar Maiskörner dran. Also das war nicht so ein totaler Schuss in den Ofen wie hinten draus. Die werden wir jetzt trocknen lassen und dann probieren wir natürlich auch mal Popcorn draus zu machen. Und den Rest heben wir auf, sehe das nächste Jahr nochmal aus und dann schauen wir mal. Also die Karotten, die pflücken wir immer so nach Bedarf zum Frischverzehr oder für einen Karottensalat oder für so irgendwas. Ah, guck mal, ich glaube, das ist ein Riesending da, warte mal. Oh lieber Gott, guck mal, Achtung, ich krieg's gar nicht raus. Uli. Ach du lieber Gott, wo wächst dann die hin? Guck mal, da sind 2 Stück drauf. Hier habe ich schon vor einer Weile eine Reihe Asiasalat ausgesät, aber da machen auch so kleine Viecher immer drauf rum, die hüpfen dann weg. Das ist so, keine Ahnung, ganz durchlöchert. Hier in der Reihe oben drüber, da habe ich Lauch gesetzt, den hatte ich vorgezogen, aber die Trockenheit in den letzten Wochen. Ich hoffe, dass vielleicht 2, 3 Pflänzchen überleben. In den 2 obersten Reihen hier, ich habe das jetzt so angefangen, immer das so ein bisschen so terrassenhügelmäßig anzulegen, dass das Wasser ein bisschen besser stehen bleibt, habe ich auch noch Asiasalate ausgesät. Die sind jetzt mittlerweile auch gekeimt und wachsen ganz gut. Ich denke, der Regen jetzt die letzten 2 Tage wird denen richtig gut weiterhelfen in der Entwicklung. Ja, als ich mit Max beim Erhard im Garten unterwegs war, habe ich vom Max noch so eine ganze Kiste mit Saatgut bekommen.
da bin ich richtig gut eingedeckt, habe auch schon einiges davon ausgesät und einiges werde ich noch aussehen. Was werde ich noch aussehen? Winterposteleien, Feldsalat, Spinat auf jeden Fall. Dann habe ich schon Kopfsalat vorgezogen bzw. nochmal ausgesät, der ist am Keimen gerade. Dann habe ich hier diesen Kopfsalat Salanova Klee Rot ausgesät, ist aber noch nicht gekeimt. Und auf einem Beet will ich noch eine Gründüngung, in diesem Fall Senf aussehen. Gucken wir mal weiter, vielleicht gibt es noch irgendwo was zu Holle. Brombeeren haben wir auch richtig dicke dran, ah, die sind saulecker. Pünktlich zum einsetzenden Regen bin ich fertig mit meinem kleinen Endrundgang. Ich hoffe, ihr hattet dabei genauso viel Spaß und Freude wie ich. Ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, lass mir doch ein Abo da, drück auf die Glocke, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn es was Neues von mir gibt. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal.